بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Meine lieben Geschwister, heute kommen wir endlich zu unserem lang ersehnten Thema. Immer wieder kam was dazwischen. Letzte Woche bin ich leider kurzfristig außer Gefecht gewesen. Ich habe da irgendeine Tablette genommen, und weil ich Zahnschmerzen hatte, und die hat mich an diesem Tag außer Gefecht gesetzt, sodass ich dann kurzfristig abgeben musste und mein lieber Bruder Vorraj Jazahullah Khairan dann einen schönen Vortrag gehalten hat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und heute aber, insha'Allah ta'ala, kommen wir nun zu unserem Thema, und zwar der Abschied unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von dieser Dunya. Es ist natürlich etwas merkwürdig, dass wir gerade heute über den Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen, wo die meisten über seine Geburt sprechen. Aber es geht ja beim Maulid nicht darum, dass wir nur über seine Geburt sprechen, sondern es geht darum, dass wir über was sprechen? Über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir die Menschen an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erinnern, an sein Wirken erinnern. Das ist das, worum es geht. Und heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns mit den letzten Tagen im Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir hatten bei unserem letzten Unterricht noch einmal über eine militärische Unternehmung gesprochen gehabt, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorbereitet hat, die jedoch nicht zustande gekommen ist. Welche war das gewesen? Wer weiß? Welche militärische Unternehmung hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorbereitet gehabt, kurz bevor er erkrankte? Genau. Und zwar hat er eine Armee beauftragt unter der Führung von Usama ibn Zayd, in den Norden zu ziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte noch diesen Auftrag gegeben gehabt. Und wir hatten auch darüber gesprochen gehabt, dass einige angefangen haben, Usama ibn Zayd als Führer für diese Armee und für diesen Trupp sozusagen, dass er als Führer fungiert. Weshalb dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal was getan hat? Er hat gesagt, diejenigen, die ihn in Frage stellen, haben auch zuvor seinem Vater in Frage gestellt. Und bei Allah, er ist geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18, 19 Jahre alt gewesen war. Radiyallahu anhu wa arda. Die Armee hat sich schon auf den Weg gemacht, jedoch kam dann die Nachricht zu ihnen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ist stark erkrankt. Wann erkrankte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret? Und zwar in den letzten Tagen des Monats Safar, des 11. Jahres nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, oder in den ersten Tagen, vielleicht sogar der erste Tag des Monats Rabi' al-Awwal, der darauffolgende Monat, ja, in dem er dann auch zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist erkrankt, hat jedoch dann noch einige wichtige Dinge unternommen, bevor er dann zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. Eine der ersten Dinge, welche er mitten in der Nacht gemacht hat, war, dass er sich auf dem Friedhof Al-Baqir, Jannatul Baqir, das Paradies von Al-Baqir, begeben hat. Für diejenigen, die es nicht wissen, Al-Baqir ist der Hauptfriedhof in Medina, der sich direkt neben der Moschee unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam befindet. Man nennt ihn auch Baqir al-Gharqat.
Ja? Manche nennen ihn auch Jannatul Baqir, das Paradies al-Baqir. Warum? Weil die ganzen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam begraben liegen. Und er ging dann mitten in der Nacht mit seinem Maula, einem seiner Bediensteten, Abu Muwayhiba, zum Friedhof. Und er rief dann die Toten auf dem Friedhof mit folgenden Worten: Assalamu alaikum ahl al-maqabir. Friede sei auf euch, o ihr Bewohner des Friedhofs. Liyahna lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha an-nas fihi. Aqbalat al-fitan ka qit'i al-layl al-mudhlim. Yatba'u akhiruha awwalaha. Al-akhiratu sharrun min al-ula. Allahu akbar. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ihr schon dort seid. Aufgrund der Situation, in der sich die Menschen befinden. Warum? Weil die Fitan, die Versuchungen jetzt zugenommen haben oder auf uns zukommen werden, die so dunkel sind wie die Teile einer finsteren Nacht. Die ersten oder die letzten werden den ersten folgen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und die letzten sind schlimmer als die ersten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, er hat etwas vorausgesagt, was wir heute erleben. Und zwar, dass eigentlich mit dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sich die Versuchungen mehr und mehr verbreiten werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist selbst ein Zeichen des jüngsten Tages. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, U'du zittan bayna yaday sa'a. Zähle 6 Dinge vor der Stunde. Und er nannte als allererstes Mauti, meinen Tod. Das heißt, der Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist bereits ein Zeichen des jüngsten Tages. Es gehört zu den kleinen Zeichen. Wir haben gestern in der Taiba-Moschee diese Reihe über die großen Zeichen des jüngsten Tages abgeschlossen. Ich werde diese Reihe wahrscheinlich noch einmal machen. Ich bin mir auch am Überlegen, wo ich sie machen soll, ob ich sie in der Finostraße machen soll oder ihr machen soll, wo ich sie dann nochmal komplett aufnehmen werde, inshallah, weil viele sie nicht mitbekommen haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass die Versuchungen sich verbreiten werden. Kurz bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Ist nicht ganz klar genau wann. Übernachtete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei Salama, bei Zainab mit Jahl, seiner Ehefrau. Und plötzlich stand er mitten in der Nacht, wie als hätte man einen Albtraum, auf. Er wachte auf und sagte, La ilaha illallah. Waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab. Wehe den Arabern vor etwas Bösem, etwas Schlechtem, was nahe gekommen ist. Futiha al-yawmu min radmi ya'juj wa ma'juj hakadha. Heute wurde vom Wall ya'juj und ma'juj so viel geöffnet. Und er hat dann das gezeigt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat aufgezeigt, mit seinem Tod, ja eigentlich durch sein Erscheinen als Prophet für die gesamte Menschheit, fangen auch die Zeichen des jüngsten Tages an, sich zu verbreiten und sich zu vermehren. Und eine der wichtigsten Zeichen des jüngsten Tages ist, wie gesagt, was? Dass sich die Versuchungen verbreiten werden unter den Menschen. Die Versuchungen werden sich unter den Menschen verbreiten. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu Abu Muwayhiba, ja, dann im Nachhinein, Ya Abu Muwayhiba, inni qad utitu mafatih khazain ad-dunya wal khuld fiha. O Abu Muwayhiba, mir wurden die Schlüssel für die Schatzkammern der Dunya und die Ewigkeit in der Dunya gegeben. Thumma al-Janna, und daraufhin das Paradies. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
Und ich wurde vor die Wahl gestellt zwischen der Dunya und dass ich ewig in ihr bleibe und das Paradies darauf betreten kann und ja, dass ich meinen Herrn treffe und das Paradies betrete. Woraufhin Abu Muwayhiba sagte: Bi abi anta wa ummi khudh mafatih khazain ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna. Nimm doch dieses Angebot an, dass du die Schlüssel für die Schatzkammern dieser Dunya bekommst, ewig in ihr bleiben kannst und dann das Paradies betrittst. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La wallahi ya Abu Muwayhiba. Nein, bei Allah, o Abu Muwayhiba. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna. Ich habe das Treffen mit meinem Herrn ausgesucht und das Paradies, woraufhin er dann Istighfar gemacht hat für die Leute von Al-Baqi'a. Allahu Akbar. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat im Grunde genommen uns aufgezeigt, wie ich gegen diese Fitnen ankommen kann. Indem ich nämlich mein Ziel klar und deutlich festlege. Mein Ziel sollte Allah sein. Mein Ziel sollte Al-Akhir sein, das Jenseits. Weil das ist es, was mich vor diesem Versuchen schützt. Das Einzige, was mich davor schützen kann, ist, dass ich ein klares Ziel vor Augen habe. Weil sobald ich mein Ziel außer Acht lasse, was passiert dann? Fange ich an, mich nur noch auf diese Dunya zu konzentrieren, aufgrund der Versuchung. Es gibt so viele Versuchungen, so unglaublich viele Versuchungen, die mich umgeben. Vermögen, Karriere, das andere Geschlecht. Ja, so viele Versuchungen gibt es, die mich vom Wege Allahs wegbringen können. Und wenn ich nicht da ein klares Ziel vor Augen habe und das immer wieder anstrebe und anpeile und darauf hinarbeite, kann es sehr leicht passieren, dass diese Versuchungen mich vom richtigen Weg abbringen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es ja gesagt in einer anderen Überlieferung, dass Menschen als Muslime zu Bett gehen werden und als Kuffar aufstehen werden. Und als Muslime aufstehen und als Kuffar zu Bett gehen werden. Mit welcher Begründung? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Man verkauft seine Religion für etwas von dieser Dunya. Anerkennung, Karriere, Ruhm, weiß ich nicht was. Es geht schneller, als man denkt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, er hat die Muslime, ja, kurz vor seinem Tod noch einmal genau darauf aufmerksam gemacht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls noch einmal extra für die Verstorbenen von Uhud ein Gebet gemacht, weil sie noch einmal eine besondere Stellung hatten. Die Verstorbenen von Uhud, ein Schahid braucht eigentlich kein Gebet. Jemand, der als Schahid stirbt, als Märtyrer stirbt in einer Schlacht, der wird weder gewaschen, noch wird für ihn das Janaze-Gebet gemacht. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es am Ende dann doch gemacht. Er hat für sie gebetet, um sich noch einmal von ihnen zu verabschieden, weil sie eine besondere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hatten. Als nun die Krankheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesen letzten Tagen stärker wurde und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nicht mehr so leicht bewegen konnte, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Ehefrauen darum gebeten, dass er nur noch bei einer von ihnen bleiben darf. Und es war Aisha radiallahu anha gewesen. Und das ist sehr interessant, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in diesem Zustand, wo er krank gewesen war, versucht hat, gerecht zu handeln. Er konnte ja nichts dafür, dass er sich nicht bewegen kann, sallallahu alaihi wasallam. Und seine Krankheit war sehr, sehr stark gewesen. Und er hat auch gesagt, ich leide so stark wie zwei von euch. Und als dann der Prophet gefragt, warum das so ist, sagte einer, ja, ist das deswegen, weil du den doppelten Lohn bekommst? Und er sagte, ja. Aber trotz alledem hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in dieser Situation großen Wert darauf gelegt, gerecht zu handeln und seinen Ehefrauen gegenüber gerecht zu sein. Dieser Aspekt der Gerechtigkeit ist so wichtig in allen Situationen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir gleich noch sehen werden, er hat diese Gerechtigkeit sogar in der stärksten Zeit der Krankheit
versucht umzusetzen, indem er nämlich den Leuten angeboten hat, dass wenn jemand sich ungerecht gefühlt hat, er es jetzt für ihn gut machen würde. Wie wir gleich noch sehen werden, inshallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er blieb jetzt also bei unserer Mutter Aisha radiallahu anha. Und eines Tages von diesen 10 Tagen, die er dann bei unserer Mutter Aisha radiallahu anha blieb, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich etwas besser gefühlt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verlangte von Aisha und den Leuten, die um ihn herum gewesen waren, ja, dass sie ihm 7 Qirab, das heißt 7 solche Wasserbehälter bringen sollen, Wasserkrüge bringen sollen, mit denen er sich frisch machen kann. Und er hat dann, weil er hatte ein sehr starkes Fieber gehabt, sallallahu alaihi wa sallam, er hat daraufhin ein Tuch genommen und es sich um den Kopf gebunden aufgrund seiner Kopfschmerzen. Hat sich dann aufgerichtet und ist in die Moschee gegangen. Als er dann in der Moschee war, setzte er sich auf den Minbar und hat dann noch einmal eine Khutbah gehalten. Und in dieser Khutbah hat er unter anderem folgende Dinge gesagt. Und zwar hat er auf etwas sehr, sehr Wichtiges hingewiesen. Er hat nämlich interessanterweise die Juden und die Christen, ja, also die Leute der Schrift, hier verflucht, aus einem ganz bestimmten Grund, nicht im Allgemeinen, sondern weil sie nämlich die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätten gemacht haben. Auf Arabisch heißt es, La'natullahi oder Qatarallahu, ja, ala al-Yahudi wa al-Nasara, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Also möge Allah diejenigen unter den Juden und den Christen verfluchen, welche die Gräber ihrer Propheten in Gebetsstätten umgewandelt haben. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja nicht alle Juden und Christen verflucht, sondern er hat diese Handlung verflucht. Kurz bevor er gestorben ist, um noch einmal aufzuzeigen, wie schwerwiegend es ist, dass man Gräberkult begeht und Gräber anbetet oder zu den Gräbern von bestimmten Heiligen geht und glaubt, dass diese Menschen einem helfen können. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Macht mein Grab nicht zu einer Götze, die angebetet wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte, dass der Tauhid in seiner Umme bewahrt bleibt, weil das war seine Hauptaufgabe gewesen. Die Hauptaufgabe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam war gewesen, die Menschen zum Monotheismus zu führen und sie vor allem fernzuhalten, was dem Monotheismus widerspricht. Und obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies so klar und deutlich gesagt hat, kurz bevor er gestorben ist und sogar diejenigen verflucht hat, die das tun, haben wir heutzutage immer noch Muslime, die das machen. Wir wissen, es gibt regelrechten Gräberkult, ja, mit einigen sogenannten Awliya, wo dann richtige Moscheen drüber gebaut wurden, wo die Menschen hinpilgern, ja, und Geld spenden und dort opfern und schlachten, weil sie glauben, dass sie dadurch Segen erlangen. Was natürlich eindeutig dem Tauhid widerspricht. Das könnte jemand sagen, ja, aber das Grab unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam befindet sich ja heute auch in der Moschee. Das ist richtig, aber nicht, weil die Sahabe darüber eine Moschee gebaut haben, sondern weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Haus von Aisha radiallahu anha begraben wurde, also an der Stelle, an der er gestorben ist, und dann bei der Erweiterung der Moschee das Haus von Aisha zu einem Teil der Moschee wurde. Aber auch dieser Teil ist ganz klar getrennt. Und diejenigen, die schon einmal dort gewesen waren, wissen, ja, dass man nicht direkt davor sozusagen dann betet, ja, sondern dass sozusagen dieser Bereich dann auch abgesperrt ist und die Muslime daneben beten oder davor beten. Damit niemand denkt, er würde den Propheten sallallahu alaihi wa sallam anbeten. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat darauf nochmal sehr großen Wert gelegt. Und ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Wäre unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht wirklich ein Gesandter Allahs,
dann hätte er sogar Wert darauf gelegt, dass die Leute ihn huldigen und ihn besonders hochhalten und dann eine besonders große Moschee um ihn herum bauen und ihn anbeten nach seinem Tode, so wie wir es heutzutage bei einigen Menschen haben. Es ist leider so. Es gibt Leute, die wollen so etwas. Die wollen geehrt werden und die heben sich über die Stufe, die Allah Ta'ala ihnen gegeben hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat davor gewarnt. Er hat gesagt, La tutruni kama atratil Nasara Isa bin Maryam. Also, verehrt mich nicht so sehr, wie die Christen Jesus, den Sohn Marias, verehrt haben. Weil ich nur ein Mensch bin und ich bin ein Gesandter Allahs und ein Diener Allahs. Mehr bin ich nicht. Was darauf hindeutet, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sehr vertrauenswürdig gewesen ist in der Verkündung seiner Botschaft. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch getan in dieser Khutba? Und zwar, wie wir es gerade schon angedeutet hatten, er hat den Menschen angeboten, dass sie ihr Recht ihm gegenüber zurückfordern können. Sollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr Recht genommen haben. Und deswegen sagte er auf die Minbar, sollte ich irgendjemandem zu Unrecht seinen Rücken ausgepeitscht haben, so ist hier mein Rücken. Er kann jetzt wieder Vergeltung üben. Das sagt wer? Das sagt der Gesandte Allahs. Das sagt das Staatsoberhaupt. Das sagt derjenige, der die gesamte arabische Halbinsel erobert hat. Innerhalb von 10 Jahren. Wir wissen, wie heutzutage einige Diktatoren sind, die Blut an ihren Händen kleben haben, das sie aber überhaupt nicht interessiert und die versuchen, sich durch ihre eigenen Medien, die sie gekauft haben, reinzuwaschen und sich als Engel darzustellen. Wo aber jeder weiß, dass sie Massenmörder sind und Tyrannen sind. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der niemandem jemals Leid zugefügt hat, der als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt wurde, er stellt sich noch einmal zur Verfügung. Während seiner Krankheit. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er dann das Dhuhr gebetet hat, ja, sagte ein Mann zum Propheten, und er sagte zu den Leuten wieder, sollte es irgendjemanden geben, der ein Recht hat mir gegenüber, soll er jetzt kommen. Und dann schritt wirklich ein Mann auf. Also es waren nicht einfach nur rhetorische Worte gewesen, um zu zeigen, ich bin gerecht. Nein, es stand wirklich jemand auf. Und sagte, ja Rasulallah, ich habe noch 3 Silbermünzen, die du mir schuldest. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu seinem Cousin Al-Fadl ibn Abbas sagte, gib ihm diese 3 Silbermünzen. Das ist Gerechtigkeit, subhanallah. Dass ich versuche, von dieser Dunya zu gehen, ohne irgendeinem Menschen etwas zu schulden. Egal, ob es Geld ist. Egal, ob es etwas ist in Bezug auf seine Würde. In Bezug auf sein Blut. Nichts. Das ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wie ist es mit uns? Wenn ich jetzt sterben sollte, kann ich ruhigen Gewissens sterben, dass ich wirklich niemandem was schulde? Schulde ich vielleicht jemandem Geld und ich weiß das gar nicht oder ich habe es vergessen? Oder ich habe es absichtlich vergessen, weil er sich nicht mehr meldet? Habe ich vielleicht jemandem Unrecht getan? Und ich habe es vergessen, aber er vielleicht nicht. Und er wird dann am jüngsten Tag genau das einfordern. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, falyatahallalhu minhu al-yawm. Wer von euch in irgendeiner Weise seinem Bruder Unrecht getan hat, min malihi aw 'irdihi, in Bezug auf sein Vermögen oder in Bezug auf seine Würde, der soll es jetzt gut machen, bevor es weder Dirham noch Dinar gibt. Weil am jüngsten Tag wird es ausgeglichen. Aber dann mit Hasanat und mit Sayyiat. Das ist der Unterschied. Wenn du Geld nimmst und es nicht zurückzahlen möchtest, sei dir sicher, du wirst es zurückzahlen. Entweder in der Dunya oder im Akhira. Das Gute ist, wenn du es in der Dunya machst, wird dir Allah dabei helfen. Selbst wenn du verschuldet sein solltest. Wenn du aber die Absicht hast, ich möchte es zurückzahlen, Allah hilft dir dabei. Wenn du es aber nicht zurückzahlen möchtest, dann wirst du es zurückzahlen. Aber Allah wird dir dann nicht mehr helfen. Und zwar im Akhira. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, man akhada amwala an-nasi yuridu ada'aha adallahu an. Wer das Vermögen der Menschen nimmt, um es zurückzuzahlen,
dem wird Allah dabei helfen, es zurückzuzahlen. Also Allah wird es für ihn begleichen, sagt der Prophet. Also mit anderen Worten, Allah wird dir helfen. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Wer es aber nimmt, um es zu vernichten, also um es für sich zu behalten, den wird Allah vernichten und ins Verderben stürzen. Das ist deine Wahl. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Khutbah noch einmal die Leute auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht. Und zwar auf die Stellung der Ansar. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, dass die Ansar mehr gegeben haben, als sie genommen haben. Sie haben von dieser Dunya nichts bekommen. Auch wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam dafür bekommen haben. Und genau aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einmal über die Ansar gesprochen und über ihre Stellung gesprochen. Und er sagte, Usikum bil Ansar, ich lege euch die Ansar ans Herz. فَإِنَّهُمْ كَرُشِي وَعَيْبَتِي, also sie sind sozusagen diejenigen, die mich umgeben. وَقَدْ قَضَوُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ, und sie haben das erfüllt, was ihnen obliegt. وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ, und jetzt bleibt nur noch das übrig, was ihnen zusteht. فَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ, so nehmt an von denjenigen von ihnen, die Gutes tun. وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ, und seht über diejenigen hinweg von ihnen, die Schlechtes tun. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Menschen, die so viel geleistet haben für den Islam, noch einmal in besonderer Weise hervorgehoben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, inna an-nasa yakfurun, es wird viele Menschen geben, die den Islam annehmen. Wa taqillu al-ansar, aber die Ansar werden immer weniger. Und subhanallah, es sollte wirklich so kommen. Ich meine, der Islam, ja, er hat sich sehr rasant und schnell verbreitet. Und schon nach Uthman ibn Affan war die Residenz des Kalifen nicht mehr in Medina, sondern wohin ging dann die Residenz des Kalifen, die Hauptstadt für das Islamische Reich? Nach Medina kam was? Was kam nach Medina? Welche Stadt? Wo hat Ali ibn Abi Talib seine Residenz gehabt? Als Kalif? In Al-Kufa, in Irak. Ja, und dann später Damaskus. Ja? Medina war politisch nicht mehr wichtig gewesen. Viele Menschen haben den Islam angenommen, aber die Ansar wurden immer weniger. Ja? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَتَقِلُّ الْأَنصَار حَتَّى يَكُونُ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ. Und die Ansar werden immer weniger, bis sie nur noch wie Salz im Essen sind. Also ganz wenig. Ja? فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ. Genau dasselbe, was hier schon einmal gesagt wurde. Man soll sozusagen von denjenigen annehmen, die Gutes tun, und von denjenigen ablassen, die Schlechtes tun oder zumindest über ihre Fehler hinwegsehen. Und dann am Ende der Khutbah sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, in einer Art Gleichnis. إِنَّ عَبَدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah, er hat einen Diener zwischen der Dunya und zwischen dem, was bei Allah ist, wählen lassen. فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Aber er suchte das aus, was bei Allah ist. Abu Bakr fing an zu weinen. Die Leute haben sich gewundert. Warum weint er? Er hat doch einfach nur über irgendjemanden gesprochen, der sich für das entschieden hat, was bei Allah ist. Und sie sagten, ja, und sie fragten Abu Bakr, was denn sozusagen, warum er dann weinen würde. Woraufhin dann Abu Bakr gesagt hat, ja, dieser Diener, der vor die Wahl gestellt wurde, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Bakr wusste es am besten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte daraufhin zu Abu Bakr as-Siddiq, La tabki ya Abu Bakr, weine nicht, o Abu Bakr. Inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Der Mensch, der in Bezug auf seine Gefährtenschaft und in Bezug auf sein Vermögen mir gegenüber am vertrauenswürdigsten gewesen ist, ist Abu Bakr gewesen. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Allahu Akbar. Und hätte ich irgendjemanden anderen als meinen Herrn
zu meinem engen Freund genommen, dann hätte ich Abu Bakr zum engen Freund genommen. Walakin uhuwatul Islam muwaddatuhu. Aber was bleibt ist, ja, die Brüderlichkeit im Islam und die Zuneigung im Islam. Ya salam. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa abab Abi Bakr. Soll keine Tür in der Moschee geschlossen werden, die nicht geschlossen wird, außer die Tür von Abu Bakr. Zeig dir noch einmal die Stellung von diesem edlen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dessen Stellung noch einmal besonders deutlich wird. Genau in dieser Phase, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Gut. Jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Predigt gehalten hat, wurde er am Donnerstag, das sind 4 Tage ungefähr, bevor er gestorben ist, noch einmal besonders krank. Das Fieber wurde noch stärker. Und er sagte jetzt, und es ist sehr wichtig, dass wir dieses Ereignis kennen, weil hier viele, viele Lügen ersonnen werden über die Sahabe, insbesondere über Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, arda. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu denjenigen, die bei ihm waren, Halummu, aktub ilaykum kitaben, lan tadillu ba'dahu. Kommt, ja, lasst mich ein Buch schreiben, also nochmal einen Brief schreiben, sozusagen, etwas aufschreiben, sodass ihr nach mir nicht in die Irre geht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fühlte sich in der Verantwortung, seine Umma zu schützen. Wie eine Mutter, die im Sterben liegt und nochmal versucht, ja, an ihre Kinder alles zu übermitteln, an Wichtigem, der ihnen noch einmal Ratschläge gibt, macht das und macht jenes, vergesst nicht. Ein Vater, der im Sterben liegt und versucht, seinen Kindern noch einmal zu zeigen, was ihre Aufgabe im Leben ist. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er liegt jetzt im Sterben und er weiß, die letzten Tage. Und er will unbedingt, dass seine Umme nach ihm auf dem richtigen Weg bleibt. Weil er wusste, sallallahu alaihi wasallam, dass es Zeiten geben wird, wo Teile dieser Umme vom richtigen Weg abkommen werden. Was sagt jetzt Umar ibn Khattab, der bei ihm war? Er sagte, قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ. Unser Gesandter, Allah sallallahu alaihi wasallam, er ist voller Schmerzen. Die Schmerzen haben ihn überkommen. Und ihr habt den Koran, das Buch Allahs, reicht das aus? Also lasst den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er macht das nur, weil er noch einmal sozusagen alles geben möchte. Er hat es nicht getan, um sich gegen das Gebot des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu stellen. Sondern ganz im Gegenteil. Er wusste, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat bereits alles verkündet. Es gibt nichts mehr zu verkünden. Ihr wisst schon alles. Lasst den Propheten sallallahu alaihi wasallam sich ausruhen. Und auf jeden Fall haben sie sich dann vor dem Propheten gestritten. Nein, macht das, was der Prophet sagt. Ja, nein, lass den Propheten in Ruhe, sallallahu alaihi wasallam. Und er meinte Omar, wollt ihr einfach sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr weiß, was er tut? Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als es zu laut wurde. Müsst ihr euch vorstellen, jemand liegt im Sterben. Und es wird laut um ihn herum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, قوموا عني, geht. فلا ينبغي التنازع أمام نبي. Auch كما قال. Ja, man sollte vor einem Propheten nicht streiten. Man sollte vor einem Propheten nicht streiten. Es gibt jetzt einige, die sagen, Omar wollte nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufschreibt, dass Ali ibn Abi Talib sein Nachfolger ist. Völlig Unsinn. Meint ihr, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich Ali zum Nachfolger bestimmen hätte wollen, er dies nicht getan hätte? Stellt euch mal vor, der Prophet hätte das nicht gemacht, obwohl er es eigentlich hätte tun sollen. Was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten? Nicht nur irgendein Fehler, sondern was für ein Fehler? Den größten, den er als Prophet überhaupt machen kann, nämlich die Botschaft Allahs nicht zu verkünden. Stellt euch mal vor, der Prophet verkündet die Botschaft Allahs nicht, nur weil er gerade in diesem Moment sozusagen genervt ist von dem Streit. Was ist das? Also wie stellt man sich denn den Propheten vor? Was ist das für ein Bild vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und was ist das für ein Bild von den Sahaba? Ich meine, es ist etwas ganz Natürliches. Jeder von uns kennt das, der schon immer in so einer Situation gewesen ist. Da ist man bei einem im Sterben liegenden
Ja, und die Familie weiß nicht, was sie tun soll. Die einen sagen, nein, lass uns das so machen, lass uns das so machen. Und dann kann es wirklich passieren, dass man streitet vor dem Tod. Das kann wirklich passieren. Und ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war noch bei Bewusstsein gewesen. Nur Umar ibn Khattab wollte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Ruhe lassen. Weil er wusste, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nichts Neues mitzuteilen. Sondern er will einfach nur noch einmal das bestätigen, was er die ganze Zeit schon bestätigt hat. Und mal ganz ehrlich, hätte er das nicht in dieser Khutbah halten können, die er vorher gehalten hat in der Moschee? Wo alle Sahaba anwesend gewesen waren? Und die nur darauf gewartet haben, noch mal etwas vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu hören. Und er sehr ausführlich über alles geschrieben hat. Also es ging überhaupt nicht darum. Es ging einfach nur um diesen Hirs, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte. Das heißt, diesen Eifer in der Verkündung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, meinte dann, geht raus. Und es wurde nicht niedergeschrieben. Und es wurde nicht niedergeschrieben. Dann hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam kurz auch, das ist alles sozusagen wenige Tage, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Man weiß auch nicht immer ganz genau, ja, wann, was war. Aber er hat immer wieder bestimmte Dinge dann auch gesagt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat unter anderem von den Leuten Folgendes verlangt. Und zwar, As-Salah wa ma malakat aymanukum. Das sind auch unter anderem fast die letzten Worte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entschuldigt, ich hätte eigentlich vorher etwas erwähnen sollen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück und kommen nochmal auf etwas zu sprechen, was wirklich sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und zwar, als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht mehr vorbeten konnte, hat er wen vorbeten lassen? Und zwar circa 3-4 Tage vor seinem Tod. Wen hat er vorbeten lassen? Und von wem hat er verlangt, dass er die Gemeinde leiten soll während seiner Krankheit? Bitte, Schwester. Korrekt, Abu Bakr. Und die Sahabe, und mit den Sahabe meine ich auch die Tochter von Abu Bakr as-Siddiq, haben sich dagegen gestellt. Sie haben sich dagegen gestellt, weil sie wussten, dass Abu Bakr as-Siddiq jemand ist, der im Gebet sehr viel weint und dementsprechend vielleicht dann nicht richtig das Gebet leiten kann. Aber es gab eigentlich einen anderen Grund, auf den ich gleich eingehen werde, inshallah. Kommen wir aber kurz zu der Überlieferung. Und zwar, ich muss mal kurz das Handy hier anmachen. Akku ist gleich leer. So, bismillah. Und zwar meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Muru Abu Bakr an yusalli bin nas. Befehlt Abu Bakr, dass er das Gebet für die Menschen leiten soll. Aisha radiallahu anha sagte, seine eigene Tochter, die Tochter von Abu Bakr. Sie sagte, ja Rasulallah, inna Abu Bakr rajulun asif. Oh, gesandt Allah, Abu Bakr ist jemand, der sehr, sehr sanftmütig ist. وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسِ فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرُ. Und wenn er jetzt an deiner Stelle tritt, dann werden die Leute ihn nicht mehr hören können. Sag doch Umar, er soll vorbeten. Sag doch Umar, er soll vorbeten. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestand darauf. Muru Abu Bakr yusalli bin nas. Und wieder, ja, sagte sozusagen Aisha radiallahu anha. Dann sagte sie sogar zu Hafsa, der Tochter von Umar, auch der Ehefrau vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sagt doch, dass Abu Bakr nicht geeignet ist. Warum sagte das Aisha? Es gibt eine andere Überlieferung, die das erläutert. Und zwar Aisha radiallahu anha hatte Angst gehabt, dass wenn ihr Vater vorbetet, anstelle des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Leben ist, dass einige Leute das als etwas Respektloses gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam empfinden können. Und sagen, wer ist sozusagen Abu Bakr, dass er vorbetet, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam da ist. Sie hatten dieses Gefühl gehabt, sie hatten Angst, dass vielleicht einige auch neidisch werden. Warum gerade Abu Bakr as-Siddiq? Und deswegen hat sie das gesagt. Und als sie dann immer wieder gesagt haben, nein, wir machen das nicht, nein, wir machen das, oder frag doch, sagt, die haben nicht gesagt, nein, aber lass doch lieber Omar vorbeten. Meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, muru Abu Bakr an yusalliya bin nas. Ihr seid wie die Gefährtinnen von Yusuf alaihi salam, dem Propheten Yusuf. Befehlt Abu Bakr, dass er das Gebet für die Menschen leiten soll. Warum denn
die Gefährtinnen von Yusuf. Wer sind denn die Gefährtinnen von Yusuf? Das sind die Frauen, welche versucht hatten, ihn zu verführen. Insbesondere Imra'atul Aziz. Welche immer wieder versucht hat, Yusuf a.s. in Versuchung zu bringen. Und genau das ist der Vergleich zwischen Aisha und zwischen wem? Und zwischen den Gefährtinnen von Yusuf a.s. Dass Aisha radiallahu anha immer wieder versucht hat, auf unterschiedlichen Wege den Propheten sallallahu alaihi wa sallam davon abzubringen, Abu Bakr vorbeten zu lassen. Genauso wie die Frau von dem Al-Aziz immer wieder versucht hat, Yusuf alaihi sallam dazu zu bringen, Zina zu begehen, waliyadu billah. Das ist der Vergleich. Und wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde dann sauer, woraufhin dann sie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda gerufen haben und er vorbeten sollte. Es gibt noch eine Überlieferung, die sagt, dass es sogar, ja, Abdullah ibn Sam'a, also ein Sahabi, Umar gerufen hat und ihm gesagt, du sollst vorbeten. Und als dann der Prophet aus Umar ibn Khattabs Stimme gehört hat, weil er war ja direkt nebenan, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ya'ba Allahu dhalika wal muslimuna, zweimal. Allah und der Gesandte lehnen das ab, dass Umar vorbetet. Zweimal. Woraufhin sie das Gebet abgebrochen haben und Abu Bakr gerufen haben, dass er vorbetet. Worauf deutet das hin? Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kurz vor seinem Tod eigentlich nochmal eine Sache klarstellen wollte. Wer sein Nachfolger ist. Weil derjenige zur damaligen Zeit, der das Gebet geleitet hat, ist auch automatisch derjenige, der die Muslime leitet. Weil diejenigen, und somit haben auch die Sahabe später argumentiert, ja, weil diejenigen, die die Muslime als Gemeinschaft angeführt haben zur damaligen Zeit, auch beispielsweise, wenn es eine Reisegruppe gab, wer hat immer vorgebetet als Imam? Immer der Emir. Immer der Emir. Selbst wenn es vielleicht andere Sahabe gab, die mehr Koran konnten, war es immer der Emir gewesen, der vorgebetet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte vor seinem Tod nochmal klar und deutlich machen, wer in seine Fußstapfen treten sollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es nicht bestimmt, aus einem ganz konkreten Grund. Damit nicht von vornherein eine Art Monarchie entsteht. Sondern dass einfach diese Shura, diese Beratung unter den Muslimen auch praktiziert wird. Und wir werden in der nächsten Woche, inshallah, dann auch darüber sprechen, was direkt passierte nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Heute beschäftigen wir uns bis zu dem Moment, wo er gestorben ist und seine Seele seinen edlen Körper verlassen hat. Und nächste Woche, inshallah, sprechen wir über die Ereignisse direkt danach, weil die auch unglaublich wichtig sind. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda vorbeten lassen. Und in einer dieser Tage, ja, ging es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, diese drei Tage ging es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam etwas besser und er kam in die Moschee. Und Abu Bakr, er betete schon. Und er wollte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Platz machen, dass er vorbetet, während des Gebetes. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu ihm, bleib da, setzte sich neben ihn, verrichtete sein Gebet. Abu Bakr betete hinter ihm und die Muslime beten hinter Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befand sich jetzt in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens. Was er unter anderem machte, war, er hat seine Sklaven, die er hatte, freigelassen. Es war damals üblich gewesen, dass man Sklaven hatte. Unser Prophet hatte ebenfalls, aber er hat sie alle freigelassen, nichts behalten für sich. Und er hat sein gesamtes Vermögen, was er hatte, das waren 9 oder 7 Denanir gewesen, das heißt Goldmünzen gewesen, hat er alles gespendet. Und er sagte dann daraufhin, نَحْنُ نَنُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقًا. Wir vererben nichts an Materiellen. Das, was wir besitzen, ist eine Sadaqa. Also alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam besitzt, und es war nicht viel gewesen, hat er gespendet, bevor er gestorben ist. Merkt euch diesen Satz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Merkt euch diesen Satz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil er wird noch eine wichtige Rolle spielen in einer sehr, sehr bekannten Auseinandersetzung nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zwischen Abu Bakr as-Siddiq und Fatima radiyallahu anha, der Tochter unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befindet sich also jetzt bei seiner Ehefrau Aisha radiyallahu anha.
Und die Krankheit, sie wird immer schlimmer und immer stärker. An dem Tag, wo er gestorben ist, und zwar am 12. oder 13. des Monats Rabi' al-Awwal, im 11. Jahr nach der Hijra, zum Fajr-Gebet, zum Morgengebet, befindet sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Haus von Aisha. Aber was macht er? Er steht noch einmal kurz auf. Während die Muslime das Morgengebet verrichten. Und es gab zwischen der Moschee und dem Haus von Aisha radiallahu anha, gab es eine Öffnung mit einem Vorhang. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam während des Gebetes machte diesen Vorhang auf und schaute auf die Muslime, wie sie das Fajr-Gebet vollzogen haben. Die Muslime haben das bemerkt. Und sie wurden unruhig im Gebet. Sie haben sich gefreut. Oh, der Gesandte Allahs, er kommt wieder zu sich. Er kommt wieder zu Kräften. Das ist nur eine Krankheit gewesen, die wieder vorüber ist. Und subhanallah, nach dem Gebet hat Abu Bakr as-Siddiq gesagt, radiyallahu anhu wa arda, ich werde jetzt heute mal zu meiner zweiten Ehefrau gehen. Er war mit zwei Frauen verheiratet gewesen. Eine war direkt in Medina, eine außerhalb von Medina gewesen, an einem Ort, der hieß As-Sanha, weil es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam besser geht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam liegt jetzt bei Aisha radiallahu anha. Sie nimmt seinen Kopf auf ihren Schoß und es kommt dann der Bruder von Aisha radiallahu anha, Abdullah oder Abdurrahman ibn Abi Bakr, er kommt zu Aisha und besucht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hält einen Miswak in der Hand. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kann schon gar nicht mehr richtig reden. Und er sagt zu Aisha mit seiner Hand so. Und sie sagt, willst du den Miswak haben? Und er sagt, ja, mit seinem Kopf. Er nickt, woraufhin sie dann den Miswak unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam nimmt und ihn weich macht und damit dann im Mund unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam noch einmal gründlich gereinigt hat. Subhanallah, selbst in diesem Moment denkt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam an die körperliche Hygiene. Beides gehört zueinander. Die zweite Offenbarung, die der Prophet erhielt, war welche gewesen? Was war die zweite Offenbarung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erhalten hat? Was war sie? Was war die erste gewesen? Die erste Offenbarung. Ah, kommt. Die erste Offenbarung. Ha. Das wisst ihr doch alle. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Was war die zweite Offenbarung gewesen? Ja, ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, und yassir nafsaka, wa thiyabaka fatahhir. Und reinige dein Gewand. Und was? Und reinige dein Gewand. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat beides getan. Er hat auf seine äußerliche Reinigung geachtet, als auch auf seine innerliche Reinigung geachtet. Sogar in den letzten Stunden seines Lebens, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal diese Worte, die wir vorhin schon erwähnt hatten. As-salah, wa ma malakat aymanukum, das Gebet und das Gebet und was ihr mit euren Rechten besitzt. Was für Worte. Worte, die noch einmal die gesamte Religion zusammenfassen. Die gesamte Religion. Weil unsere Religion besteht aus zwei Bereichen. Einmal den Bereich, wo es um die Beziehung des Menschen zu Allah geht. Und einmal den Bereich, wo es um die Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen und seiner Umwelt geht. Und genau das hebt der Prophet noch einmal hervor. Das Gebet. Ganz wichtig, zum Morgengebet sieht er die Muslime, wie sie beten in der Moschee und er freut sich, sallallahu alaihi wasallam. Er freut sich, dass die Muslime beten. Er weiß, dass er seine Aufgabe erfüllt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt wiederholt er es noch einmal und sagt, das Gebet, also haltet am Gebet fest, Das ist der Islam, das ist das, worauf es ankommt. Und dann, wa ma malakat aymanukum. Und das, was ihr mit euren Rechten besitzt, also mit anderen Worten, gebt auf diejenigen Acht, die unter euch sind. Tut keinem Menschen Unrecht. Versucht immer für die Menschen da zu sein. Zwei Bereiche, die ich erfüllen muss als Muslim. Zwei Bereiche. Das ist mein Glaube. Und Allah Ta'ala erfasst es zusammen am Anfang von Surah Al-Baqarah.
Hudal lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, ist der Koran. Alladhina yu'minuna bil ghaib, jene, welche an das Verborgene glauben. Nummer eins. Ja, das ist der Iman. Wozu führt der Iman? Zu diesen zwei Bereichen. Wa yuqimuna as-salah, und das Gebet aufrechterhalten. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, und von dem, womit wir sie versorgt haben, abgeben für die Menschen da sind. As-salah, as-salah wa mamalakat aymanakum. Wenn ein Muslim eines von beiden vergisst, ist er kein richtiger Muslim. Es gehört beides dazu. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er befindet sich jetzt in den letzten Momenten seines Lebens. Sein Kopf ist auf dem Schoß von Aisha radiallahu anha. Sein Blick ist gerichtet zur Decke. Und kurz bevor er stirbt und seine reine Seele, seinen edlen Körper verlässt, bewegt er noch einmal seine Lippen. Und unsere Mutter Aisha radiallahu anha, sie hört, was er sagt. Und zwar folgende Worte: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Mit denjenigen, denen du deine Gnade erwiesen hast, von den Propheten, von den Wahrhaftigen, von den Märtyrern und von den Frommen. Allahumma ghfirli warhamni. O Allah, vergib mir und erbarme dich meiner. Wa alhiqni bil rafiqi al-a'la. Allahumma al-rafiqa al-a'la. Und lass mich den al-rafiqa al-a'la, die höchste Gefährtenschaft, ja, erlangen, also ganz nah bei dir sein. O Allah, al-Rafiq al-A'la, lass mich ganz nah bei dir sein. Das sagte er dreimal. Und das waren die letzten Worte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Was für ein Leben. Wallahi, wenn man so etwas planen wollte, so ein Leben, könnte man das nicht planen. Wenn man ein Hollywood-Drama schreiben würde, könnte man das nicht so schreiben. Das ist unglaublich, wie dieser Mensch es geschafft hat, in perfekter Weise, in vollkommener Weise die Botschaft Allahs zu verkünden. Er ist erst gegangen, als er alles erledigt hat, seine Aufgabe vollständig erledigt hat. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, und meine Gnade an euch vollendet. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, und bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Was für ein Abschied von der Umma, subhanallah. Nur Gutes getan, sallallahu alaihi wa sallam. Selbst in den letzten Momenten, in den letzten Momenten seines Lebens, denkt er an seine Botschaft. Denkt er an seine Botschaft und macht sich Gedanken über uns, möchte noch einmal etwas niederschreiben, obwohl er schon alles verkündet hat, sallallahu alaihi wa sallam, weil er Angst hat, dass wir in die Irre gehen könnten. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana. Wir bezeugen, ja Allah, dass du, o Gesandter Allahs, deine Botschaft verkündet hast. Wallahi, du hast sie verkündet. Wenn wir vom Weg abkommen, dann nicht, weil du sie nicht verkündet hast, sondern weil wir sie nicht angenommen haben. Das bezeugen wir. Jeder Einzelne von uns kann das bezeugen. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Der gewaltigste Mensch in der Menschheitsgeschichte. Der gewaltigste Mensch in der Menschheitsgeschichte. Die größte Persönlichkeit überhaupt. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Das kann man sich vorstellen, subhanallah, wie die Sahabe sich jetzt gefühlt haben müssen. Und ich zitiere nur ein Zitat, mit dem wir auch jetzt abschließen werden, inshallah ta'ala. Und zwar ein Zitat, in dem gesagt wird, der Tag, an dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam, hat alles erhellt. Und der Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von uns gegangen ist, ist alles dunkel geworden. Und es ist wirklich so. Salawatu Rabbi. Wir werden inshallah, meine lieben Geschwister im Islam,
kommende Woche bei uns mit der Reaktion der Gefährten beschäftigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestattet wurde, was direkt nach seinem Tode geschehen ist, weil das sehr, sehr wichtige Ereignisse sind im Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber dazu dann nächste Woche mehr bi-Iznillahi azza wa jalla.